So, herzlich willkommen zurück zum Urheberrecht im Jahr 2022. Wir haben letztes Mal den Themenkreis Rechte des Urhebers abgeschlossen und befinden uns nun im Themenkreis Urheber und Mehrheit von Urhebern. Ich bitte Sie zu entschuldigen, dass wir uns nicht persönlich treffen können. Aber das wäre für Ihre Gesundheit nicht so gut, denn momentan bin ich wegen Corona zu Hause, was uns aber nicht davon abhält, hier einfach weiterzumachen. Wir befinden uns beim Thema Urheberrecht und daher ist die Frage, wer ist eigentlich dieser Urheber, dem die Rechte zustehen? Wir haben bisher darüber gesprochen, woran ein Urheberrecht entstehen kann, nämlich an Werken. Und welche Rechte dieses Urheberrecht gewährt, nämlich die Persönlichkeitsrechte und Nutzungsrechte nach Paragraph 11. All das haben wir, 11 und 15, all das haben wir gemacht, aber jetzt geht es um die Frage des Berechtigten. Und dieser Berechtigte wird, wie in Jura immer, besonders interessant, wenn nicht einer Person das Urheberrecht zusteht, sondern mehreren. Denn dann mag es sein, dass diese Personen durchaus verschiedene Ziele verfolgen bei der Verwertung ihrer Rechte. Ja, fangen wir an mit der Grundfrage, wer Urheber ist. Und wenn Sie da ins Gesetz schauen, ist die maßgebliche Norm auf den ersten Blick Paragraph 7. Paragraph 7 Urheberrechtsgesetz sagt, Urheber ist der Schöpfer des Werks. Der Schöpfer, das klingt irgendwie so wie in der Bibel, der Herr, der Schöpfer. Hier geht es darum, dass eine Person die kreative Leistung erbracht hat. Und da diese kreative Leistung nur von Menschen erbracht werden kann, ist es eine natürliche Person und keine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft. Das ist im internationalen Vergleich bemerkenswert. Andere Länder, zum Beispiel die USA, gehen nämlich davon aus, dass es ein sogenanntes Prinzip Work for Hire gibt. Dahinter steht die Überlegung, dass eine Person, die in einer Werbeagentur arbeitet und da Logos gestaltet, oder eine Person, die im Auftrag ein Gemälde von einer Person malt, oder eine Person, die einfach nur ein Haus plant im Auftrag eines Bauherrn, nicht selber als Schöpfer agiert, sondern nur als verlängerter Arm für die kreativen Grundideen der Person, die sie beauftragt hat. Dieser Work-for-Hire-Grundsatz ist gerade in den USA verbreitet und er hat zur Folge, dass angestellte Kreative, also Leute, die als Comiczeichner arbeiten, Leute, die als Texter beim Fernsehen arbeiten und ähnliches, keine Urheberrechte erwerben, sondern nur der jeweilige Arbeitgeber. In Deutschland ist es dagegen so, dass das Urheberrecht zwingend bei dem Mitarbeiter ist, egal auf welcher Ebene er steht. Das klingt auf den ersten Blick ja fair, es wirft aber natürlich erhebliche Probleme auf, denn wenn Sie ein Logo erwerben für Ihr neues Unternehmen von einer Werbeagentur, möchten Sie nicht, dass der Mitarbeiter Christian Müller sich hinterher an Sie wendet und sagt, ich mache jetzt Urheberrechte geltend. Wir kommen später noch dazu, wie das in der Praxis funktioniert. Sie kennen alle die Copyright-Vermerke, dieses C im Kreis mit irgendwas dahinter. Für die Copyright-Vermerke gibt es in Deutschland einen Paragraphen 10 Urheberrechtsgesetz, der damit umgeht, was gilt für Fälle, wo eine Bezeichnung auf dem Urheber, auf dem Werk angebracht ist. Und das ist bei Gemälden üblicherweise eine Unterschrift. Bei vielen modernen Internetwerken ist es aber in der Tat ein Copyright-Vermerk, wo irgendwas hintersteht. Und nach Paragraph 13 haben Sie durchaus das Recht im Rahmen Ihres Urheberpersönlichkeitsrechts, dass eine solche Bezeichnung auf dem Werk anzubringen ist. 13 Satz 2, er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist.
Damit aber nicht genug. Wenn eine solche Bezeichnung da ist, löst sie die Folgen nach § 10 Absatz 1 auf. Wer auf dem Werk bezeichnet ist, wird bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des Werkes angesehen. Das heißt, es gibt eine Vermutung, dass die Person, die da draufsteht, auch wirklich der Urheber ist. Das ist sehr wichtig bei Sachen, die von irgendwelchen Ghostwritern oder Gehilfen erstellt worden sind, aber den Namen des Prominenten tragen. Dann gilt zunächst mal der Prominente als Urheber, bis das Gegenteil positiv zur Überzeugung des Gerichts bewiesen ist. Natürlich gelten dazu im Zivilprozess die üblichen Beweisgrundsätze. Sie können also verwenden Sachverständige, zum Beispiel, dass es sprachlich nicht zu dem passt, was dieser Prominente sonst verfasst hat. Augenschein, der Richter soll es lesen und feststellen, was damit ist. Parteivernehmung, das heißt, Sie fragen den Gegner der Klage. Im Normalfall verklagen Sie den Prominenten und dann fragen Sie den, sagen Sie mal, was haben Sie auf Seite 7 geschrieben? Dann Urkunden, das heißt, wenn Sie irgendwelche Verträge vorlegen können oder andere Dokumente, aus denen sich es ergibt. Und schließlich Zeugenvernehmung. Wenn Sie also Personen haben, die beobachtet haben, wie das Buch entstanden ist, können Sie auch die vernehmen. Die Beweislast ist dabei nicht allzu hoch, allerdings die Vermutung hat in der Praxis deshalb eine große Wirkung, weil derjenige, der als Urheber benannt ist, auch Dritte verklagen kann, die das Urheberrecht verletzen, und dafür reicht der schlichte Verweis auf diese Bezeichnung. 10 Absatz 2 betrifft den Fall, dass niemand als Urheber bezeichnet ist, aber jemand als Herausgeber benannt ist. In diesem Fall, sagt 10 Absatz 2, wird vermutet, dass dieser Herausgeber ermächtigt ist, die Rechte für den Urheber geltend zu machen. Wenn kein Herausgeber angegeben ist, wird vermutet, dass der Verlag, der das Buch veröffentlicht hat, zur Verwertung der Rechte berechtigt ist. Diese Kette soll sicherstellen, dass man immer weiß, wer klagen darf und vor allen Dingen, an wen ich mich wenden muss, um eine Lizenz zu erwerben. Das hätte man theoretisch auch anders regeln können. So haben Sie aber als jemand, der ein Buch kopieren will, immerhin eine Adresse, an die Sie sich wenden können, um zu fragen. Und das Gericht hat einen Ausgangspunkt, um zu wissen, ob derjenige hier überhaupt aktiv legitimiert ist, also die Ansprüche geltend machen darf. Das C-Zeichen ist einfach nur die Einleitung für die entsprechende Berechtigung. Sie können genauso gut auch schreiben, Urheber ist sowieso. Sie könnten genauso gut auch was ganz anderes schreiben. Das ist im Grunde völlig egal. Wichtig ist, dass deutlich wird, wer der Urheber ist, und das Gesetz formuliert, dies wird in der üblichen Weise bezeichnet. Was üblich ist, hängt vom Werktyp ab. Bei Bildern, die Sie malen auf Leinwand, ist der C-Vermerk sehr unüblich. Bei Texten, die Sie im Internet veröffentlichen, ist der C-Vermerk dagegen eher üblich. Also, es hängt ganz vom Kontext ab. Normalerweise ist es aber so, dass hinter dem C die Person steht, die der Urheber ist. Das heißt, das ist eine solche übliche Bezeichnung im Sinne von 10 Absatz 1. Es geht hier auch nicht um 10 folgende, sondern es geht ausschließlich um Paragraph 10. Und Paragraph 10 ist ausschließlich eine Vermutung, wer der Urheber ist. Mehr wird damit nicht ausgelöst. Der echte Urheber kann es widerlegen. Genauso gut aber auch der Beklagte im Prozess, der kann sagen, du bist der falsche Kläger, weil du gar nicht Urheber bist. Also insofern, es ist widerlegbar, aber eben eine starke Vermutung. Der C-Vermerk kommt aus den USA.
weil nach früherem amerikanischen Recht alle Werke, die keinen solchen C-Vermerk trugen, als gemeinfrei galten. Das heißt, man konnte die entsprechenden Rechte gar nicht durchsetzen. Das ist im heutigen amerikanischen Recht nicht mehr der Fall, weil die Amerikaner sich der revidierten Berner Übereinkunft angeschlossen haben und daher für den Schutz von Urhebern keine Formalia verlangen dürfen. Trotzdem hat sich diese Tradition mit dem C-Vermerk weiter etabliert und ja, heute ist sie halt allgemein üblich. Allerdings kommen wir sehr schnell zu einem Problem, wenn wir gucken, wie der C-Vermerk teilweise praktisch verwendet wird. Ich habe hier einen Auszug der Internetseiten der Universität Passau. Sie können das selber nachvollziehen. Gehen Sie auf www.unipassau.de und gehen Sie in die untere linke Ecke. Da sieht das genauso aus wie hier. Und wenn Sie das sich angucken, wo liegt das Problem bei diesem Vermerk, den Sie hier sehen? Ja. Das Copyright liegt hier bei der Universität Passau, aber das geht ja eigentlich nicht, weil das Copyright bei dem Urheber sein müsste, also demjenigen, der die Seite gemacht hat oder was auch immer da unten drunter steht. So ist es. Die Universität Passau ist eine juristische Person und juristische Personen können nach allem, was wir bisher gelernt haben, nämlich Paragraph 7, kein Urheber sein. Um dem Ganzen zu entgehen, geht man dann davon aus, dass die Universität Passau eben dann der Verleger im Sinne von Paragraph 10 ist, der die Seite verantwortet hat. Allerdings, das ist nicht mehr die unmittelbare Anwendung von Paragraph 10. Insoweit seien Sie vorsichtig, nicht alles, was hinter Copyright steht, muss zwingend ein Fall von Paragraph 10 Absatz 1 sein. Insoweit kann das durchaus auch irreführend sein. Ich habe eben schon gesagt, in Deutschland ist das Problem die Arbeitnehmer. Und das Urheberrecht entsteht in der Tat beim Arbeitnehmer. Wenn also irgendein Professor hingeht und sagt, studentische Hilfskraft, mach mir mal Folien für meine Vorlesung, wird wer Urheber der Folien? Ja. Die Hilfskraft, weil die ist ja Urheber an dem Ganzen. So ist es. Die Hilfskraft, die ist Urheber an dem Ganzen, also nicht der Professor und nicht die Universität Passau, sondern die konkrete Hilfskraft, die die Folien gemacht hat. Und das kann Probleme verursachen, weil die Hilfskraft irgendwann mit ihrem Studium fertig ist, der Professor im Zweifel an der Uni bleibt und die Folien weiter nutzt und im schlimmsten Fall der Professor dann die Uni wechselt und die Folien weiterhin benutzt, obwohl er jetzt nicht mehr mal an der Uni ist, wo die Hilfskraft beschäftigt ist. Und Urheber bleibt die ganze Zeit die Hilfskraft, die möglicherweise nirgendwo genannt ist und in keiner Weise weiß, welche tollen Rechte sie hat. Das ist in Deutschland durchaus beabsichtigt, weil wir eben nicht diesem Work-for-Hire-Ansatz folgen. Allerdings ist es in Paragraph 43 mit einer völlig wirr formulierten Regelung versucht geworden, die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Einklang zu bringen. Die Vorschrift sagt dem Wortlaut nach ausschließlich, die Vorschriften über Lizenzverträge sind auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, soweit sie aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt. Das heißt, im Grundsatz muss der Arbeitgeber auch mit dem Arbeitnehmer Lizenzverträge abschließen, um Rechte zu erwerben. Allerdings natürlich ist es immer so, dass der zweite Halbsatz hier der entscheidende ist.
soweit sich aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt und wenn eine Person eingestellt ist, gerade um kreative Leistungen für den Arbeitgeber zu erbringen, ein Designer, ein Texter, ein Grafiker, solche Leute, die kreative Leistungen im Auftrag erbringen, wird gesagt, dass sich aus dem Wesen der Beschäftigung ergibt, dass diese zwingend ausschließliche Nutzungsrechte an ihren Arbeitgeber einräumen. Das heißt, sie verlieren alle Rechte bis auf die Persönlichkeitsrechte nach § 11. Die sind unentziehbar. Allerdings wird da gesagt, dass sie auf das Recht zur Urheberbezeichnung so weit wie möglich verzichten, soweit dies bei dem konkreten Werktyp üblich ist. Und wenn Sie mal auf Werbeplakate geguckt haben, da steht selten drauf, dieses Plakat wurde gestaltet von XY. Die Benennung von Designern von Möbeln ist üblich bei IKEA, aber durchaus nicht bei den meisten anderen Möbelhäusern. Und auch bei Mode ist es meistens so, dass nicht der konkrete Designer genannt wird, sondern das Designhaus. Dann steht da drauf Hugo Boss, aber das Design stammt gar nicht von Hugo Boss, sondern von Yin Yang Jung, die bei Hugo Boss beschäftigt ist. Insoweit also der Urheber im Arbeitsverhältnis bleibt zwar Urheber, aber er gibt den Großteil seiner Rechte von vornherein ab. Insoweit ist die Regelung des § 43 in gewisser Weise unehrlich, weil sie scheinbar andeutet, dass der Arbeitnehmer weiterhin volle Rechte hat, tatsächlich aber alle Rechte von vornherein abgeben muss. Für Computerprogramme hat man dagegen eine Sonderregelung, die die Sache explizit klarstellt. Und das ist 69b Absatz 1 und der sagt, wenn ein Computerprogramm in Wahrnehmung der Aufgaben oder nach Anweisung eines Arbeitgebers geschaffen wird, so ist ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung der vermögensrechtlichen Befugnisse berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart ist. Das heißt, hier werden im Zweifel die ausschließlichen Nutzungsrechte dem Arbeitgeber eingeräumt. Wir müssen also nicht auf diese kryptische Formulierung von 43 zurückgreifen, sondern wir haben eine Vermutungsregelung, dass es so und nicht anders liegt. Ja, das ist der aktuelle Stand. Und Sie sehen, die EU ist zumindest ehrlicher als der deutsche Gesetzgeber. Trotzdem ist das natürlich ein Rückschritt für die Amerikaner, die es gewohnt sind, dass das Urheberrecht beim Arbeitgeber liegt. Und insofern führt das immer wieder zu Missverständnissen zwischen Deutschen und Amerikanern, gerade wenn Unternehmen international tätig sind, weil die Deutschen eben Urheber sind und die Amerikaner schlicht Sklaven ihres Arbeitgebers. Zurück zu unserem Hilfskraftfall. Die Hilfskraft ist selbstverständlich nicht für den Professor tätig, sondern für den Freistaat Bayern, denn der Freistaat Bayern ist derjenige, der das Gehalt zahlt und damit der Arbeitgeber. Dienstvorgesetzter ist üblicherweise der Professor, aber ihre Arbeit erbringen sie eben nicht für ihn persönlich. Das erfährt man jedes Jahr, wenn man den Lehrstuhl zum Essen einlädt und dann feststellt, dass man das nicht von der Steuer absetzen kann, weil es nicht die eigenen Arbeitnehmer sind, sondern nur Kollegen beim gleichen selben Arbeitgeber. Das heißt, die Rechte würden maximal übergehen auf den Freistaat Bayern, aber eben nicht auf den Professor. Die Frage beim Studenten ist aber, inwieweit aus der Natur des konkreten studentischen Hilfskraftverhältnisses es sich ergibt, dass die Leistung des Studenten dem Freistaat zugehörig ist. Dagegen könnte sprechen Artikel 5 Absatz 3, denn in dem Moment, wo der Student kreativ tätig wird, wird er entweder nach 5.3 in Wissenschaft und in Forschung und Lehre tätig oder er wird sogar künstlerisch tätig und beides sind hochrangige Grundrechte. Das heißt, wenn Sie bei Kunst und Forschung sind,
ist es für den Studenten schwierig. Sobald er kreative Leistungen macht, ist er eigentlich privilegiert, gerade an einer Universität. Insoweit könnte es durchaus Probleme geben, wenn der Professor sich das einfach aneignet. Das heißt, der 43 wird uns hier nicht weiterhelfen. Stattdessen wird man annehmen müssen, dass hier ein konkludenter Lizenzvertrag vorliegt. Das heißt, dass der Student, der das macht, dem Professor und oder der Universität erlaubt, diese Folien weiter zu nutzen. Der einfachste Weg ist natürlich, wenn man Folien unter eine Creative Commons Lizenz stellt, dann ist die Lage geklärt, so wie zum Beispiel bei meinen Folien. Aber auch dann müssen Sie selbstverständlich die Urheber benennen. Und das ist halt bei Werken, die von vielen erstellt werden, durchaus schwierig. Damit sind wir auch schon beim Thema Werke, die von mehreren erstellt sind. Und in der Realität begegnen uns durchaus viele Fälle, wo Werke von mehreren Personen erstellt sind. Denken Sie nur an den aktuellen Popsong, den Sie im Radio hören. Da gibt es einen, der die Melodie komponiert und einen, der das Ganze mit Text versehen hat. Sowohl derjenige, der den Text geschrieben hat, als auch derjenige, der die Melodie gemacht hat, kriegen jeweils ein Urheberrecht. Aber den Song können Sie erst verwerten, wenn beide mitgewirkt haben. Noch extremer ist es beim Film. Da haben Sie die Person, die die Filmmusik schreibt. Da haben Sie die Person, die das Drehbuch schreibt. Sie haben möglicherweise Leute, die Dialoge geschrieben haben. Sie haben den Regisseur, der die ganzen Sachen arrangiert hat. Sie haben den Cutter. Sie haben den Kameramann. All diese Leute bringen einen kreativen Input. Aber Sie können Ihre Einzelleistung nicht ernsthaft verwerten ohne den Gesamtfilm, ohne das Gesamtkunstwerk. Und das Urheberrecht kennt dafür den Paragraphen 8, die sogenannte Miturheberschaft. Und Miturheberschaft ist wie eine Ehe. Sie sind miteinander verbunden auf ewig, weil das Werk ist eine einheitliche Schöpfung. Einheitliche Schöpfung bedeutet, es ist untrennbar miteinander verbunden. Sie können also nicht die Leistung des Regisseurs rausnehmen und die Leistung des Drehbuchautors davon trennen. Die Leistung des Regisseurs funktioniert nur anhand des Drehbuchs. Sie können die Regisseurleistung nicht ohne Drehbuchleistung haben. Voraussetzung ist, dass alle Miturheber überhaupt einen Beitrag geleistet haben. Für einen Beitrag reicht nicht der reine Hilfsdienst. Sie kennen das beim Film, da gibt es vom Caterer bis zum Friseur bis zum persönlichen Assistenten alle möglichen Positionen. Diese Personen haben keinen kreativen Input gehabt und sind deshalb irrelevant. Ebenso die Sekretärin, die den Text nach Diktat tippt oder die Person, die ihren Text auf sprachliche oder Tippfehler Korrektur liest. All das sind bloße Hilfsdienste, die nicht zum Miturheber machen. In dem Moment, wo ein eigener Einfluss auf das Ergebnis kommt, ist die Person aber Miturheber und damit sind sie nicht mehr alleine und können nicht mehr alleine verfügen. Und das Ganze führt zu einem praktischen Problem. Sie müssen nämlich einen entsprechenden Miturheberwillen haben und dieser Miturheberwille besteht darin, dass alle Urheber sich einig sind, wir machen dieses Werk gemeinsam. Das heißt, ich leiste nur einen Teil, den man nicht separat verwerten kann, der aber zu einem Gesamtwerk wird. Wenn es keinen solchen Willen gibt, sondern sich einfach nur Teile zusammengeklaut werden, entsteht keine Miturheberschaft, sondern eine Bearbeitung nach § 3. Und die Bearbeitung ist eine solche, wo Sie das Alleinurheberrecht als Klauer haben. Allerdings, Sie können Ihr Recht nicht verwerten, weil Sie für die Nutzung nach § 23 die Zustimmung der Originalautoren brauchen. Sie kennen das Ganze von dem Thema Plagiate. Sie hatten hier diesen Fall mit dem ehemaligen Verteidigungsminister zu Gutenberg.
In dem Fall, wenn Sie Ihre Dissertation als eine Collage aus fremden Werken machen, haben Sie nur das Recht, die zu veröffentlichen, wenn alle Leute, deren Teile Sie verwenden, vorher zugestimmt haben. Wobei, dann haben Sie eher eine Sammlung als eine Bearbeitung. Auch das hilft Ihnen nicht weiter. Vor allen Dingen kriegen Sie damit aber keinen Doktortitel, weil das Ganze eben nicht den Standards guter wissenschaftlicher Praxis entspricht. Diese Miturheber haben nun gemeinsam ein Interesse, das Werk zu verwerten, und sie bilden eine Gesamthandsgemeinschaft sui generis. Für alle Freunde von Herrn Altmeppen, die Gesamthand gibt es im BGB, in der Gesellschaft, in der Erbengemeinschaft und in der Gütergemeinschaft, in der Ehe. Und das ist eine ganz tolle Sache und das ist immer schon so gewesen und das wird es immer geben. Sie wissen, die Gesamthand im Gesellschaftsrecht stirbt aus, weil der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts im Grunde auf volle Rechtsfähigkeit setzt und diesen Gesamthandsgedanken sehr stark in den Hintergrund treten lässt. Das heißt, man kann die Anteile im Grunde sehr abstrakt handeln und wir brauchen nicht mehr diese komplizierte Gesamthandskonstruktion. Für die Miturheber wurde dieser Schritt nicht vollzogen. Bei den Miturhebern lebt die Gesamthand weiter. Das ist quasi das Denkmal für Altmeppen. Auch in 100 Jahren wird man da noch eine Gesamthand haben, weil es keiner mehr ändern will. Die Gesamthand äußert sich daran, dass eine Verfügung über das Urheberrecht, und Verfügung meint hier, wie wir noch sehen werden, nicht die Übertragung, sondern zum Beispiel die Belastung oder auch die Lizenzierung, ist nur mit Zustimmung aller Miturheber möglich. Das heißt, wenn einer der Miturheber nicht einverstanden ist, lässt sich das Urheberrecht nicht entsprechend verwerten. Demgegenüber, wenn das Urheberrecht verletzt wird, gilt, dass jeder einzelne Miturheber sich im Namen aller dagegen wehren kann. Wenn Sie also 5 Urheber haben, dann kann Urheber A gegen einen Raubkopierer klagen auf Schadensersatz an alle bzw. auf Unterlassung. Ansonsten haben wir die gleichen Probleme wie bei der BGB-Gesellschaft. Wenn Gewinne kommen, werden die verteilt und die Verteilung erfolgt grundsätzlich nach dem Anteil, den die Person an dem Werk gehabt hat. Und man kann auf seinen Anteil verzichten. Wenn man darauf verzichtet, wächst einem der Ertragsanteil zu und wächst einem der Ertragsanteil anteilig zu. Das kennen Sie, das ist wie in der BGB-Gesellschaft. Wenn einer stirbt, dann werden dessen Anteile, soweit eine Fortsetzung vereinbart ist, den anderen anteilig gutgeschrieben. Das sind die sogenannten Miturheber. Wenn Sie aber im Gesetz einen Paragraphen weiterschauen, gibt es auch eine andere denkbare Variante, nämlich die sogenannten verbundenen Werke. Denn ich habe bisher immer implizit unterstellt, dass man mit den einzelnen Teilen nichts anfangen kann. Und das mag für manche Werke stimmen. Zum Beispiel kann man mit dem Schnitt ohne die Arbeit des Kameramanns halt nichts anfangen oder mit der Regie ohne Drehbuch. Aber schon bei unserem Popsong ist das nicht zwingend so. Und das sehen Sie an den ganzen Coverversionen, wo möglicherweise nur die Melodie übernommen worden ist oder auch nur ein Teil der Melodie oder auch der Text übernommen worden ist auf eine andere Melodie. All das gibt es und daran sehen Sie, dass offenbar Melodie und Text durchaus trennbar sind. Sie können auf eine Melodie ganz andere Texte singen und Sie können denselben Text auf verschiedene Melodien singen. Insoweit werden Werke, nämlich Melodie und Text, miteinander verbunden und bilden dann ein Gesamtwerk, was mehr Geld bringt. Aber man kann theoretisch, anders als bei der Miturheberschaft, jeden Teil noch separat weiterverwerten. Und das Gesetz regelt bei den verbundenen Werken einen Anspruch auf Einwilligung in die Verwertung der anderen
Urheber, soweit deren Interessen nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Was das Gesetz dummerweise nicht weiter regelt, sind die Sachen, die in § 8 stehen, nämlich die Frage, was ist denn mit Gewinnen, was ist mit Verlusten, wer entscheidet bei Verletzungen und so weiter. Die Rechtsprechung behandelt das Ganze als eine BGB-Gesellschaft. Das heißt, sie sagt, im Grunde ist es ähnlich wie bei § 8, aber es sind halt die normalen Regeln über Einstimmigkeit und so weiter anwendbar aus dem BGB in der jetzigen Fassung. Wie sich das ändern wird, wenn das MOPEC in Kraft wird, weiß man noch nicht. Möglicherweise sagt man dann, ist es doch keine BGB-Gesellschaft, sondern eine Miturhebergemeinschaft analog. Das wird sich zeigen, wenn es soweit ist und der BGH mal darüber entscheiden muss. Jetzt reicht es zu wissen, dass es auch eine Gesamthandelsgesellschaft ist, aber eben nicht die nach § 8, sondern die allgemeine als Auffangkonstruktion nach 705 BGB. In der Praxis ist es nervig, wenn Sie mehrere Urheber haben, denn es müssen dann ja auch mehrere Leute um Lizenzen gebeten werden. Deshalb hat man immer wieder das Bedürfnis, einen Ansprechpartner zu haben, der alle Fragen klären kann. Und das kann man natürlich vertraglich machen, indem man einem Herausgeber alle Rechte einräumt. Das ist auch der Fall, den der 10 Absatz 2 Satz 1 im Blick hat. Sie haben zwar 5 Leute, die einen Film oder ein Videospiel erstellt haben, aber einer soll nach außen als Handelsbasis auftreten. Das heißt, mit dem sollen Leute verhandeln, die Lizenzen erwerben. Und das können Sie vertraglich problemlos machen. Sie räumen einem der Beteiligten die entsprechenden ausschließlichen Nutzungsrechte ein und sagen, du bist der Einzige, der es verwerten darf und jetzt mach das Beste aus unserem Meisterwerk. Schwierig ist es, wenn das Ganze fließend integriert ist, wenn Sie sozusagen das Ganze eh nicht trennen können, dann haben Sie in der Tat diese Miturhebergesellschaft, dann haben Sie aber das Problem, wenn ein Werk wirklich völlig in den Hintergrund tritt und gar nicht mehr auffällt, wenn also irgendwie ein cooler Background-Tänzer im Videoclip ist, der einfach improvisiert hat, den aber keiner bemerkt hat, dann ist es so, dass dieser Miturheber möglicherweise nach Treu und Glauben übergangen werden kann und nur im Innenverhältnis Ausgleichsansprüche geltend machen darf. Wenn der dagegen bekannt ist, muss der gefragt werden. Das heißt, der Unbekannte ist derjenige, den man dann kontaktieren muss. Und schließlich kann es sein, dass bei einer Zusammenstellung von Informationen, die einzeln abgerufen werden kann, eine Person als Datenbankhersteller agiert und diese Person über die Gesamtdatenbank als einziger verfügen darf. Denn 87a ist ja das Recht, die Vervielfältigung einer Datenbank ganz oder in wesentlichen Teilen zu verbieten. Und wenn dieses Werk, wenn diese Datenbank dann mehrere Werke enthält, dann ist im Grunde der Datenbankhersteller derjenige, der das stärkste Recht hat. Und der kann zwar nicht dann über die Rechte der Inhaltsersteller verfügen, aber er ist zumindest der erste Ansprechpartner, weil über diese Hürde muss ich kommen, um überhaupt an die Inhalte zu kommen. Insoweit hat man dann sozusagen erstmal eine Hürde und damit auch zwangsläufig wieder eine Bündelung. Die praktisch entscheidende Frage ist, wie grenzt man § 8 und § 9 voneinander ab? Und um Ihnen zu zeigen, wie schwierig das ist, habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Sie kennen alle Wikipedia. Ist bei Wikipedia ein verbundenes Werk gegeben oder ist bei Wikipedia ein Fall von Miturheberschaft gegeben? Was meinen Sie, wenn Sie an einen typischen Wikipedia-Artikel denken? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein verbundenes Werk ist, weil die einzelnen Artikel auch an sich
also einzeln benutzt werden können, ohne dass Wikipedia dann als Gesamtwerk darunter leidet. Ja, das ist in der Tat richtig, aber jetzt gucken Sie sich mal einen Artikel an. Wer hat denn einen Artikel in Wikipedia geschrieben? Das ist das Gemeine an der ganzen Geschichte. Ja. Also ich würde sagen, dass man da eben genau trennen muss, zu sagen, die Plattform Wikipedia ist ein verbundenes Werk und der Artikel selbst, der ist ein Werk von Miturhebern, weil man ja zusammen sozusagen den Artikel entwickelt und man jetzt schwierig aus dem einen Satz den Schlauer 69 reinschreibt, dass Mario 80 Jahre alt wurde. Der ist alleine unnötig und unwichtig, aber im Kontext ist der vielleicht die entscheidende Information, die den ganzen Artikel bereichert. Und viele solcher kleinen Informationen ergeben dann ein großes Urheberwerk, an dem viele Leute Miturheber sind. Mhm. Ja, interessanterweise ist das eine der schwierigsten Fragen, die das Urheberrecht beantworten muss. Dass Wikipedia selber oder Wikipedia selber ist wahrscheinlich noch nicht mal ein verbundenes Werk. Wikipedia selber ist eine Datenbank bzw. ein Datenbankwerk im Sinne von § 4 Absatz 2. Und diese Datenbank, die Struktur, hier können Sie Beiträge reinspeichern, ist als solche erstmal eine kreative Leistung. Das heißt, Wikipedia sagt, wir wählen Sachen aus nach enzyklopädischer Relevanz. Das heißt, wenn Sie da irgendwas reinschreiben, was die für unwichtig halten, wird es nicht aufgenommen. Und auch das ist eine miturheberschaftliche Entscheidung. Das heißt, nicht alles, was Sie sich ausdenken, wird in Wikipedia einfach aufgenommen, sondern es gibt irgendeine Wikipedia-Redaktion, die entscheidet, was da kommt oder nicht. Ja, also das ist Wikipedia insgesamt. Und dann haben wir außer Wikipedia insgesamt auch noch den einzelnen Beitrag. Und der einzelne Beitrag ist deshalb interessant, weil sich die einzelnen Autoren nicht absprechen können. Das heißt, der Erste, der was geschrieben hat, wurde nicht gefragt, als der Zweite seine Änderungen an seinem Text vorgenommen hat. Und es wird leider nicht immer nur einfach hinten dran gehängt, sondern es werden auch Worte ausgetauscht, Sätze gestrichen, Sätze umformuliert und so weiter. Und wenn Sie Sachen umformulieren, ist das normalerweise eine Bearbeitung. Und diese Bearbeitung ist halt eine Veränderung. Sie haben gerade nicht den Willen, der den Miturheber normalerweise auszeichnet, dass Sie zusammen, gemeinsam auf ein Werk arbeiten. Sie wollen sich nicht einer Idee unterordnen, die Sie noch gar nicht kennen, denn Sie haben kein Gesamtkonzept, sondern jeder arbeitet für sich und zufällig an einem fremden Werk. Das heißt, eigentlich hätte man hier sukzessive Bearbeitungen, die dazu führen, dass Sie eine Zustimmungspflicht jedes Urhebers für den ursprünglichen Beitrag haben, bis der dann komplett zurückgedrängt ist und dann sein Text gar nicht mehr drin ist. In der Praxis wäre das ziemlich aufwendig, dass Sie gucken müssen, wie viel ist vom Originaltext noch drin. Sie hätten große Probleme mit der Frage der Entstellung, weil möglicherweise sind Änderungen auch entstellend, weil sie eben den ursprünglichen Gedanken ins Gegenteil konterkarieren. Gerade bei politisch umstrittenen Themen denken Sie an so Sachen wie Schwangerschaftsabbruch oder Ähnliches. Ist das ein echtes Problem? Ja, deshalb ist Wikipedia nicht zwingend eine Miturheberschaft, weil die Leute eben nicht sich einer Gesamtidee unterwerfen, sondern bei einem Artikel jeder für sich Änderungen vornimmt und der ursprüngliche Urheber auch praktisch nicht gefragt wird. Trotzdem wird es faktisch als Miturheberschaft behandelt, weil die Nutzungsbedingungen von Wikipedia jeden, der einen Wiki-Beitrag ändert oder erstellt, dazu
zwingen oder ihn dazu verpflichten, sich als Miturheber aufzustellen. Das heißt, ihm eine Rechteeinräumung abverlangen, die eben genau das ermöglicht. Trotzdem schwierig mit der Miturheberschaft, weil eben keine Kommunikation zwischen Urhebern. Sonst wäre auch jede Übersetzung eines lateinischen Textes, die Sie in Ihrem Keller durchführen, eine Miturheberschaft zwischen Ihnen und Cicero oder zwischen Ihnen und Cäsar. All das soll wohl nicht sein. Das heißt, die Abgrenzung zwischen einer echten Miturheberschaft im Sinne von Kooperation und einer bloßen Bearbeitung, die zu einem aufeinander aufbauenden Urheberrecht führt, ist hier fließend. Gerade deshalb, weil eben das Ganze schwierig abzugrenzen ist. Wenn einer einen Satz schreibt und der andere ergänzt zwei Seiten, ist das dann eine Bearbeitung oder sind das zwei zufällig zusammengefügte Texte? Insgesamt also, bei Wikipedia sind wir uns nicht sicher, was es ist einfach nur schwierig. Zweitens, wie sieht es aus bei einem Computerspiel? Sie kennen moderne Computerspiele, Call of Duty 99999. Die haben Grafik, die haben Story, die haben Gameplay, die haben Leute, die es programmiert haben, die haben Leute, die die Motion Capture Aufnahmen geleitet haben mit einer Kamera, die haben Leute, die den Ton gemacht haben, die die Musik komponiert haben. Ist das ein Fall von Miturheberschaft? Oder ist das ein Fall von verbundenen Werken? Oder ist es vielleicht sogar, wie bei Wikipedia, einfach eine Bearbeitung, wo ein Ursprungswerk einfach nur verändert wird? Was meinen Sie? Miturheberschaft, verbundenes Werk oder schlichte Bearbeitung? Ja. Also prinzipiell habe ich zuerst darüber nachgedacht, ob es eine Miturheberschaft sein kann, weil es den Grafikdesigner gibt, es gibt den, der sich die Plots ausdenkt, es gibt ganz viele Leute, die dazuwirken müssen, damit das Spiel als Ganzes also erscheinen kann. Andererseits habe ich mich dann gefragt, wie es ist, wenn irgendwelche Bearbeitungen am Spiel passieren, also zum Beispiel irgendwelche Mods oder was auch immer. Da kann es ja sein, dass irgendjemand nur zum Beispiel irgendwas Visuelles verändert, was dann nur den Grafikdesigner betreffen würde. Und dann wäre es wieder ein verbundenes Werk. Ja. In der Tat. Also auch da stellt sich das Problem. Sie können in der Tat einzelne Teile austauschen, ziemlich offensichtlich, ohne dass das Gesamtwerk gefährdet wird. Sie können den Sound austauschen, Sie können einzelne Grafikelemente austauschen. Das heißt, Sie müssen ganz genau für jeden einzelnen Urheber gucken, ob sein Teil separat verwertbar ist. Normalerweise lässt sich zum Beispiel Musik immer separat verwerten. Man kann den Soundtrack zu Computerspielen auch verkaufen und man kann den auch, keine Ahnung, auf irgendwelchen Schulkonzerten spielen oder ähnliches. Das ist möglich. Und insoweit ist das eigentlich mit dem Werk nur verbunden. Selbst wenn spezifisch dafür komponiert ist,
ist es noch separat verwertbar. Demgegenüber gibt es andere Sachen, die Sie kaum separat verwerten können, die sozusagen zwingend für dieses Werk konzipiert sind und die dann eben nur im Gesamtwerk einen Sinn machen. Die sind dann miturheberschaftlich gebunden und da greift dann der Paragraph 8. Sie sehen aber auch beim Computerspiel, dass diese Abgrenzung zwischen abtrennbaren Teilen, die man separat verwerten kann, also Sachen, die ich separat verkaufen kann, und Sie wissen, Sie können aus Spielfiguren auch so 3D-Prints machen, die Sie dann als Figur auf Ihren Schreibtisch oder auf Ihren Gamingstuhl stellen, oder Sie können, keine Ahnung, Screenshots von den Dingern als Poster ausdrucken und an die Wand hängen, auch die kann man für Geld verkaufen. Es ist heute relativ leicht, mit bestimmten Teilen eines Computerspiels Geld zu machen. Selbst die Algorithmen, die im Hintergrund arbeiten, also sowas wie die künstliche Intelligenz, die Spielfiguren steuert, können Sie für andere Spiele auch nutzen. Sie ersetzen einfach die Personen und machen dann aus einem Spiel wie, keine Ahnung, The Elder Scrolls Skyrim, Fallout 4. Im einen Fall laufen Leute mit Schwertern rum, im anderen Fall mit Maschinengewehren, ist aber im Wesentlichen das gleiche Spielkonzept. Das heißt, das, was da an Technik hinter ist, ist dann doch sehr ähnlich. Insofern, im Zweifel werden wir hier auch verbundene Werke haben. Das ist also alles sehr verwaschen. Nur die Teile, die untrennbar sind, sind eben Miturheber. Wie gesagt, bei Musik habe ich Ihnen schon gesagt, Text und Musik lassen sich trennen. Sie können den Songtext separat vermarkten und die Melodie auch. Insoweit, das ist ausschließlich verbunden. Und beim Film ist es so, dass Regie und Schnitt eben nicht funktionieren ohne Drehbuch. Das heißt, das sind zwingend Miturheber. Während umgekehrt Musik und Set-Design zum Beispiel separat verwertet werden können. Ein Fehler, den viele Leute machen, der sich auch aufdrängt, ist, dass man meint, um die Urheber eines Gesamtfilms zu finden, könnte man in § 65 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz schauen. 65 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz regelt nämlich, wie man die Schutzfrist bei einem Film berechnet. Und 65 Absatz 2 sagt, das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des längst Lebenden der folgenden Person und nennt dann explizit Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, Urheber der Dialoge und Komponist der Musik. Sie sehen, wenn Sie sich diese Liste angucken, da fehlen von denen, die ich Ihnen eben erzählt habe, eine ganze Reihe. Da steht nichts vom Kameramann, nichts vom Cutter, nichts vom Zweitregisseur, der die Dialoge beobachtet hat oder die langweiligen Szenen, nichts vom CGI-Mann, der die Spezialeffekte macht. All diese Menschen sind hier irrelevant. Diese Norm gilt nur für die Berechnung der Schutzfrist. Das heißt, sie gilt nicht für die Frage, wer Urheber ist. Es kann durchaus sein, dass Urheber des Films andere Personen sind, aber wegen 65 Absatz 2 spielt deren Lebensdauer dann keine Rolle mehr. Das ist also eine reine Fiktion, die keinen Einfluss darauf hat, wer Urheber ist. Und das führt natürlich beim Film dazu, dass Sie sich immer fragen müssen, wer hat beim Film eigentlich irgendwie dazu beigetragen, dass dieser Film als Gesamtwerk überhaupt entstanden ist? Ohne wen wäre dieser Film nicht fertig geworden? Und das ist unstreitig der Fall bei dem Regisseur und bei dem Cutter. Denn die machen den Film zu dem, was am Ende auf der Leinwand steht. Das ist das Gesamtbild, was da rauskommt. Demgegenüber, nach heute ganz herrschender Meinung, ist das nicht der Komponist. Das mag einen schönen Eindruck machen, aber der Eindruck des Films ist nicht allein durch die Musik geprägt.
Das mag anders sein bei reinen Musikfilmen, sowas wie Disneys Fantasia, möglicherweise auch bei Musicalfilmen, sowas wie, wie hieß das, La La Land oder sowas. Da mag das noch anders sein, aber im normalen Film hat der Komponist nicht die zentrale Funktion, die für den Gesamteindruck des Publikums maßgeblich ist. Auch der Drehbuchautor hat normalerweise nicht eine filmspezifische Leistung erbracht. Man kann Drehbücher auch trennen vom Film. Es wird viel improvisiert am Set und wie das Ganze hinterher aussieht, ist eben nicht vorgegeben wie bei einer Marionette durch das Drehbuch, sondern das Gesamtbild hat ausschließlich der Regisseur im Blick, möglicherweise noch der Kameramann, der das Ganze arrangiert visuell. Aber der Drehbuchautor ist schon relativ sachfern. Im Normalfall haben auch die Darsteller keine zentrale kreative Leistung. Wir haben darüber gesprochen, dass das bloß ausübende Künstler sind, das heißt eben keine Urheber im rechtlichen Sinne. Und das ist hier natürlich auch maßgeblich, wenn nicht der Darsteller selber inhaltlich zum Ergebnis beigetragen hat. Ist seine Sache eine reine Hilfsfunktion. Das kann anders sein, wenn der Schauspieler in erheblichem Maße improvisiert und damit selber den Film prägt. Wenn der Schauspieler dagegen nach den Anweisungen des Regisseurs und des Drehbuchs handelt und einfach nur das tut, was ihm vorgeschrieben ist, ist er einfach eine Marionette und genauso relevant wie die Kulissen. Also erbringt er keine urheberrechtlich relevante Leistung. Gut, haben Sie dazu weitere Fragen, wie das bei Filmen ist? Merken Sie sich also, wir haben zwar diesen schönen Katalog in 65.2, aber dieser Katalog bringt Ihnen gar nichts. Wir haben eben darüber gesprochen, dass nach Paragraph 10 vermutet wird, dass derjenige Urheber ist, der auf einem Werk draufsteht. Allerdings gibt es eben keine Pflicht, seinen Namen auf dem Werk zu benennen, sondern nur ein Recht nach Paragraph 13 Satz 2. Sie können also auch Werke anonym machen, wenn Sie also auf die Klotür schreiben, keine Ahnung, Jura ist doof, deshalb studiere ich Germanistik. Dann schreiben Sie meistens nicht Ihre Unterschrift drunter. Nach Paragraph 66 Urheberrechtsgesetz werden auch anonyme Werke rechtlich geschützt. Sie können also bei unserem Berliner Mauerfall zum Beispiel auch ohne Signatur ein Urheberrecht erwerben. Es gibt keine Pflicht, Ihren Namen zu nennen. Allerdings ist dann natürlich die Frage, wie wir herausfinden, wer der Urheber ist. Und wer der Urheber ist, ist im einfachsten Fall herauszufinden, indem man im Register der anonymen und pseudonymen Werke nachguckt. Dieses Register wird beim DPMA geführt und Sie können da sagen, ich möchte gern, dass eingetragen wird, dass ich das Graffiti in der Bahnhofshalle vom Passauer Hauptbahnhof gemalt habe und dann tragen die das für Sie ein. Das Register ist öffentlich, es kann jeder Einsicht nehmen und ja, das hat den ganzen Sinn, dass Sie sozusagen nicht am Werk selber eine Bezeichnung anbringen müssen, sondern dass man das da einfach nachgucken kann. Das ist kein Geheimregister, das heißt, in dem Moment, wo Sie sich da eintragen lassen, war es das mit der Anonymität, aber man kann es immerhin da eintragen lassen. Die andere Sache ist, Sie können sich einfach später melden und sagen, das war übrigens von mir. Auch das ist zulässig. Dann sind Sie ab dem Moment als Urheber da. In der Praxis kann das Beweisschwierigkeiten machen, wenn das ein Werk ist, was nicht eindeutig zuordnenbar ist. Gut, kann man das Urheberrecht übertragen? Und die Antwort darauf lautet ganz einfach ja, indem Sie sich umbringen. Das Urheberrecht ist übertragbar,
durch den Tod. Nach Paragraph 28 geht das Urheberrecht auf die Erben über. Das heißt, das Urheberrecht ist durch Tod übertragbar. Es ist also kein höchstpersönliches Recht, was mit dem Tod erlischt, sondern es ist vererblich. Sonst wäre 70 Jahre nach dem Tod auch schwierig. Interessanterweise, im Übrigen, sagt Paragraph 29, ist das Urheberrecht nicht übertragbar. Möglich ist allerdings ein Vermächtnis. Sie können also sagen, die Erben müssen das Urheberrecht im Rahmen eines Vermächtnisses übertragen auf X. Oder im Rahmen der Auseinandersetzung der Erben kann man sagen, du kriegst das Urheberrecht und der Rest bleibt unter uns. Sie müssen also die Miterbengemeinschaft nicht für das Urheberrecht ewig fortführen. In der Praxis geht es also nicht um die Übertragung des Urheberrechts, sondern um die Einräumung von Nutzungsrechten. Solche Nutzungsrechte können Sie zu Lebzeiten einräumen, das sagt Paragraph 31. Sie können aber auch durch Nutzungsrechte den Erbfall regeln. Sie können also sagen, nach meinem Tod soll die Allgemeinheit mein Werk kostenlos nutzen dürfen. All das ist auch im Testament möglich. Man kann Dritten damit Rechte nicht einräumen, indem man ihnen das Urheberrecht überträgt. Das, was wir beim Patentrecht hatten oder beim Markenrecht, sondern man muss ihnen ausschließliche Nutzungsrechte einräumen. Diese ausschließlichen Nutzungsrechte können auch den Urheber selbst ausschließen, deshalb ausschließlich. Und dann ist eben der Dritte der Einzige, der befugt ist, die Verwertungsrechte geltend zu machen. Nicht übertragbar sind die Urheberpersönlichkeitsrechte. Sie können ausschließlich bestimmte Einschränkungen vornehmen. Und das ist, indem sie einfach zustimmen in die Eingriffe in diese Persönlichkeitsrechte. Wenn das zum Beispiel bei Ghostwritern der Fall ist, dann verzichten sie auf die Namensnennung. Oder sie haben das bei Michael Ende gesehen. Wenn sie die Verfilmungsrechte einräumen und dann lang genug schweigen, dann kann ihnen ihr Entstellungsverbietungsrecht irgendwann wegen Rechtsmissbrauchs entzogen werden. All das ist denkbar. Nutzungsrechte haben aber den Unterschied zu einer Übertragung, dass sie einschränkbar sind. Und das heißt, anders als nach 137 BGB, können Sie hier genau vorgeben, wie lange das gilt, in welchem Umfang das gilt, inwieweit das weiter übertragbar ist oder Ähnliches. Das heißt, mit den Urheberpersönlichkeitsrechten, mit den Nutzungsrechten haben Sie die Möglichkeit, das Ganze sehr viel maßgeschneidert zu machen, als Sie es bei einer Vollübertragung könnten. Hervorzuheben ist, dass ausschließliche Nutzungsrechte absolute Wirkung haben. Das heißt, genauso wie eine Übertragung wirken. Das heißt, der ausschließlich Nutzungsberechtigte kann Unterlassungsklagen oder Schadenersatzklagen in eigenem Namen gegen Dritte erheben, auch wenn der Dritte gar nicht wusste, wer hier ausschließliche Nutzungsrechte hatte. Das ist anders als bei dinglichen Rechten, weil da ist ausschließlich der Rechtsinhaber befugt und nicht derjenige, der irgendwie ein reines Gebrauchsrecht hat. Das ist also ein wesentlicher Unterschied zum Sacheigentum, der aber genauso gut natürlich theoretisch für Patente und Marken gilt. Das war schon alles, was ich Ihnen zu dem Kapitel Urheber sagen wollte. Das heißt, wir kommen jetzt unmittelbar zum nächsten Kapitel und Sie werden staunen, das nächste Kapitel geht fließend über in dieses. Es geht nämlich um die Lizenzen und Die Lizenzen sind nämlich das Pendant zur Verfügung über das Urheberrecht. Das heißt, das, wie man das Urheberrecht in der Praxis zu Geld macht.
Denn im Normalfall wollen sie ja nicht einfach nur alle Menschen der Welt verklagen, sondern sie wollen einfach nur eine einmalige oder regelmäßige Einnahme, indem sie ihr Urheberrecht jemandem verkaufen bzw. vermieten. Wir beginnen da mit der Frage, was überhaupt Lizenzen sind, was in so einer Lizenz drinsteht, und dann gucken wir uns mal praktische Problemfälle an, die diese ganze Sache für zum Beispiel die Universität Passau aufwirft. Dann gucken wir uns noch kurz an die Verfügung über Lizenzen und dann als praktisch wichtiges Beispiel Creative Commons Lizenzen. Fangen wir an mit dem Thema Lizenzen. Paragraph 31 Urheberrechtsgesetz sagt, man kann Dritten Nutzungsrechte einräumen. Damit kann der Urheber seine sonst bestehende ausschließliche Rechtsposition quasi selbst beschränken. Er verliert dann möglicherweise sein eigenes Nutzungsrecht. Er darf also eben nicht mehr das Werk in eigenem Namen vervielfältigen und an Dritte weitergeben. Darüber hinaus haben wir dann das Problem, dass Nutzungsrechte nach Paragraph 31 vertraglich frei ausgestaltet werden können. Sie sind sachlich, räumlich und zeitlich begrenzbar und können an Bedingungen gekoppelt werden. Und wichtig ist, dass diese Lizenzen eben dingliche Wirkung haben, und das haben wir eben schon geklärt. Grundsätzlich ist die Lizenzeinräumung im Gesetz nicht geregelt. Sie findet statt analog 413/398 BGB. 413 sagt, für die Übertragung anderer Rechte gilt 398 entsprechend. Hier haben wir allerdings keine Übertragung des Urheberrechts, denn die ist ja ausgeschlossen nach Paragraph 29, sondern ausschließlich die Einräumung eines beschränkten Rechts. Die ist aber eben nach den gleichen Regeln möglich wie die Vollübertragung, erfolgt damit formlos. Sie brauchen also keine Schriftform oder gar notarielle Beurkundung. Es gibt aber auch, genauso wie bei 398 folgende, keinen gutgläubigen Erwerb. Das heißt, Sie können nur vom Berechtigten Ihre Rechte erwerben. Es gilt zudem das Prioritätsprinzip. Das heißt, derjenige, der als erstes ein Recht erworben hat, ist der Erste, der es kann. Und danach kann der Zweite nichts mehr erwerben, weil wenn ein ausschließliches Recht eingeräumt ist, hat der Urheber gar keine Rechte, die er mehr übertragen kann. Im Grunde also genauso wie beim Forderungsübergang. Ja, das Ganze ist praktisch deshalb blöd, weil diese Voraussetzungen nicht im Gesetz geregelt sind. Andererseits ist das Ganze natürlich relativ intuitiv herleitbar, und insoweit sollte Ihnen einfach nur bewusst sein, Sie können eine Lizenz auch mündlich erteilen, indem Sie einfach sagen, mach was du willst in meinem Werk. Sie können sie aber auch konkludent erteilen. Wenn Sie jemandem als Verlag ein Werk geben, gehen Sie davon aus, dass es gedruckt wird. Wir werden aber sehen, dass das Gesetz genau mit dieser Vermutung, dass irgendwelche Rechte mit der Sachübertragung einhergehen, sehr vorsichtig ist und diese Vermutung gerade explizit ausschließt. Insoweit konkludent ist zwar möglich, aber allein der Umstand, dass eine Sache übertragen wird, wird normalerweise nicht reichen. Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. Räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt soll eine umfassende Aufzählung sein, die sagt, was die Lizenz Ihnen erlaubt und verbietet, liegt allein in der Hand des Urhebers. Es gibt also keinen zwingenden Inhalt der Lizenz. Und das ist ein großes praktisches Problem,
Weil im Sachenrecht gilt normalerweise der sogenannte Typenzwang. Sie können nur das, was im Gesetz vorgesehen ist. Und es gilt die Typenfixierung. Das heißt, innerhalb der Übertragung des Eigentums gibt es halt genau eine Übertragung des Eigentums. Innerhalb des Pfandrechts gibt es halt genau ein Pfandrecht. Hier ist der Begriff Lizenz einfach so offen, dass Lizenz alles Mögliche heißen kann. Von du darfst dieses Buch einmal kopieren, bis hin du darfst dieses Buch in Papua-Neuguinea in beliebiger Anzahl verbreiten. Was eine Lizenz ist, ist im Gesetz bewusst frei formuliert. Und hier kann jeder Urheber selber entscheiden, wie er es gerne hätte. Gut, dann zum Inhalt der Lizenz. Grundsätzlich kann man Lizenzen frei beschränken, habe ich schon eben gesagt. Es gibt keine inhaltliche Vorgabe und es gibt auch keinen Numerus Clausus von zulässigen Lizenztypen. Andererseits wirken Lizenzen eben möglicherweise absolut, das heißt zugunsten und zulasten Dritter. Und gerade bei innerlichen Begrenzungen, mit denen keiner rechnen muss, muss der gutgläubige Erwerber ja irgendwie wissen, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht. Insgesamt also eine sehr schwierige Problematik. Ich habe Ihnen mal hier ein paar Beispiele für Lizenzbedingungen aus dem Softwarerecht mitgebracht. Und wenn ich sage Bedingungen, meine ich in der Tat hier Konstellationen, wo jemand sagt, du darfst meine Software benutzen, solange und soweit du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Und wenn die Voraussetzungen wegfallen, erlischt halt die Lizenz. Das heißt, dann darfst du die Software nicht mehr weiter nutzen. Da gibt es zum Beispiel so tolle Konstruktionen wie Pizzaware. Pizzaware bedeutet, jeder, der dieses Programm nutzt, ist verpflichtet, mir eine Pizza zu bezahlen, falls wir uns an einem beliebigen Ort der Welt treffen. Und das klingt auf den ersten Blick lustig, aber in der Tat, wenn Sie dann die Person treffen und ihm keine Pizza ausgeben, dann dürfen Sie die Software danach nicht mehr weiter nutzen. Parallelregelung ist Bierware, Sie müssen mir ein Bier ausgeben. Auch das ist eine wirksame Klausel und verhindert, dass Sie die Software nutzen, wenn Sie kein Bier bezahlen. Postcardware ist schon eher praktikabel. In dem Moment wird verlangt, wenn Sie das Programm gut finden, schicken Sie mir eine Postkarte mit Briefmarke von Ihrem aktuellen Aufenthalt. Ansonsten verlieren Sie das Recht, meine Software zu benutzen und müssen sie sofort löschen. Wenn Sie dann keine Postkarte schicken, dann müssen Sie die Software löschen, weil das eine inhaltliche Beschränkung ist, die rechtlich wirksam ist. Und dann haben wir diesen Bereich da oben rechts, unten rechts und unten Mitte. Der Bereich sei ein guter Mensch. Hugware ist schon etwas skurril. Sie sollen irgendeinen Menschen in Ihrer Umgebung in den Arm nehmen. Wenn Sie diesen Menschen in den Arm nehmen, dürfen Sie die Software weiter nutzen. Sonst müssen Sie die Software sofort löschen, weil Sie ein böser Mensch sind, der keinen umarmt. Ohne Umarmung keine Software. Schlecht, wenn Sie Corona haben, dann sollten Sie das sein lassen. Aber sonst auch eine wirksame Klausel. Wer sich nicht daran hält, muss die Software löschen. Sonst kann er auf Schadensersatz und Unterlassung in Anspruch genommen werden. Careware heißt, mach eine gute Tat. Tu etwas Gutes, dann darfst du die Software nutzen. So ein bisschen pfadfindermäßig. Schwer zu prüfen. Wenn Sie aber nichts Gutes getan haben, dann verletzen Sie das Urheberrecht und kommen ins Gefängnis. Und last but not least, Niceware, sei ein guter Mensch. Solange du ein guter Mensch bist, darfst du die Software nutzen. Wenn du kein guter Mensch mehr bist, musst du die Software löschen. Schwierig durchzusetzen, aber auch das nach 133, 157 auszulegen und im Zweifel, wenn Sie beweisen, dieser Mensch ist jetzt ein Diktator geworden und marschiert in fremde Staaten ein, dann können Sie sagen, du musst meine Computersoftware löschen. Also Sie sehen, man kann da inhaltlich alles Mögliche reinschreiben. In der Durchsetzung kann es irgendwann schwierig werden, aber das sind mögliche Klauseln.
Als Auslegungsregel dient Paragraph 31 Absatz 5 Urheberrechtsgesetz. Wenn Sie da mal reinschauen, dann sagt der 31 Urheberrechtsgesetz, sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von den jeweiligen Parteien zugrunde liegenden Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob überhaupt ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches oder ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt. Anders gesagt, der Umfang ist vom Vertragszweck abhängig. Und da gilt nach der Rechtsprechung die allgemeine Vermutung, der Urheber will so wenig Rechte abgeben wie möglich. Und deshalb gilt die Regel, Lizenzverträge sind so eng wie nötig, so weit wie nötig auszulegen. Das heißt, so urheberfreundlich wie möglich. Wenn es also eine Auslegungsmöglichkeit gibt, die weniger Rechte überträgt, dann ist die im Zweifel zu wählen, soweit damit das, was der Urheber ursprünglich bezweckt hat, in gleicher Weise erreicht werden kann. Paragraph 32 Urheberrechtsgesetz ist eine Sonderregelung zu Paragraph 313 und er sagt, ich habe einen Anspruch auf Anpassung des Vertrages in Bezug auf die Vergütung, wenn eine unangemessene Gegenleistung vereinbart ist. Das heißt, der Urheber kann verlangen, dass sein vertraglich vereinbartes Entgelt hochgesetzt wird, wenn am Ende sich herausstellt, dass das Ganze unangemessen war. Das ist schon ein extremer Eingriff in die Vertragsfreiheit, weil der Staat hier sagt, Urheber sind schutzbedürftig und deshalb kann das Ganze angepasst werden. Das vor einigen Jahren eingeführte Konstrukt ist hier die gemeinsame Vergütungsregel und da geht es darum, dass mit Vertretern der Urheber bestimmte Prinzipien als angemessen erachtet werden und die werden dann fiktiv als angemessen eingestuft. So eine Art Tarifvertrag für Urheber. Kommen wir aber voraussichtlich nächste Woche noch zu. Als ich jung war, hat man gesagt, ich kann keine Verträge abschließen über Werke, die noch zu schreiben sind. Das ist heute nicht der Fall. Sie können sagen, ich werde irgendwann mal eine Dissertation schreiben und räume jetzt schon die Verlagsrechte dem Verlag XY ein. Sie können also jetzt schon Veröffentlichungsrechte für Ihre Dissertation irgendjemandem einräumen. Solche Verträge brauchen nach § 40 Absatz 1 Satz 1 eine Schriftform. Das heißt, die müssen von beiden Parteien unterschrieben sein, nicht nur von Ihnen. Und dann kann dieser Vertrag innerhalb von 5 Jahren jederzeit gekündigt werden mit einer Frist von mit einer Frist von 6 Monaten. Das heißt, der Vertrag läuft theoretisch auf ewig, aber wenn Sie innerhalb von 5 Jahren Ihr Werk nicht geschrieben haben, dann können Sie den Vertrag beenden, weil Sie sagen, das wird eh nichts mehr, oder auch der Verlag. Dieses Kündigungsrecht ist zwingend, damit niemand geknebelt wird und dauerhaft verpflichtet ist, sein nächstes großes Werk zu schreiben. Das wäre ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, in die Meinungsäußerungsfreiheit und überhaupt ganz schlimm. Ansonsten ist das aber eine wenig spannende Regelung. Was dagegen eine große Relevanz entfaltet hat, war das, was wir heute in § 31a Urheberrechtsgesetz geregelt haben. Sie können sich es nicht mehr vorstellen, aber in den 60er, 70er Jahren gab es kein Internet, es gab noch nicht mal CD-ROMs und es gab noch nicht mal Computer, die Grafiken anzeigen konnten. Das heißt, die Journalisten, die damals Artikel schrieben und die Fotografen, die damals Fotos machten,
dachten nie daran, dass das, was sie haben, irgendwann mal auf einem digitalen Gerät gespeichert wird. Die haben ausschließlich für Papier gearbeitet, vielleicht noch für Mikrofilmaufnahmen, die dann für die Vergangenheit, für die Zukunft archiviert werden. Aber sowas Digitales gab es nicht. Und dann kamen auf einmal die CD-ROMs und die ganzen Zeitschriften sagten, cool, jetzt können wir Archive rausgeben. Und so gab es zum Beispiel vom Spiegel dann eine CD-ROM, Spiegel 1900 bis 1970, keine Ahnung. Also ein Spiegel-Archiv mit allen alten Ausgaben des Spiegels. Die wissen, das ist eine Zeitschrift wie Spiegel Online. Und die Fotografen und Journalisten fanden das nicht so gut. Die hatten nämlich dem Spiegel zwar ihre Rechte eingeräumt, aber natürlich nur für die Verwertungsformen, die im Zeitpunkt des damaligen Vertragsschlusses bekannt waren. Und nach damaligem Urheberrecht war es nicht möglich, Nutzungsrechte einzuräumen für etwas, was es noch gar nicht gibt. Es mag sein, dass es in 30 Jahren möglich sein wird, Inhalte direkt ins Gehirn zu transportieren. Das heißt, wir brauchen keinen Computer mehr, wir brauchen kein Papier mehr, sondern es gibt nur noch den Chip und man macht einmal zack und das ist alles drin. Wenn das so kommt, ist das eine neue technische Verwertungsform, die auch wirtschaftlich andere Dimensionen hat, weil die Leute möglicherweise solche Chips eher kaufen werden als CD-ROMs oder Abos für Online-Datenbanken. Damit gibt es mehr Kunden. Der Verlag, der die Rechte erworben hat, würde mehr Geld machen. Und dadurch ist das eine attraktive Sache. Und so war es damals auch bei den CD-ROMs. Die Dinger verkauften sich wie geschnitten Brot. Und der Verlag machte mit den alten Texten, wo er eigentlich schon mit abgerechnet hatte, auf einmal wieder Geld. Deshalb altes Urheberrecht, er musste neu verhandeln mit jedem Fotografen, mit jedem Texter und so weiter. Und wenn er nicht verhandelt hatte, hat er halt keine Nutzungsrechte gehabt. Das fand der Gesetzgeber nicht gut und deshalb hat er § 31a Urheberrecht geschaffen. Und § 31a sieht im ersten Satz schon vor, dass sie in einem Vertrag auch Rechte für bislang nicht bekannte Nutzungsformen einräumen. Sie können also sagen, ich erlaube dir jede Nutzungsform, die irgendwann mal erfunden wird. Und das erste Erfordernis dafür ist die Schriftform. Das heißt, sie müssen das auf Papier mit Unterschrift von beiden Parteien machen. Was anderes gilt nur dann nicht, wenn sie sagen, jeder darf es ohne Geld kopieren und weiter nutzen, dann dürfen sie solche Nutzungsarten auch mündlich oder in digitaler Form einräumen, indem sie einfach eine E-Mail schreiben oder ähnliches. Dann haben sie, sobald eine neue Art aufgenommen wird, ein Recht, ihre Rechteeinräumung wieder zu widerrufen. Das heißt, sie können dann sagen, Moment, ihr wollt das jetzt in das Metaverse reinbringen, das will ich dann doch nicht. Und dann können sie das widerrufen. Diese sehr kurze Frist, 3 Monate nach Anzeige, liegt daran, dass man eben Unsicherheit vermeiden will. Nach 3 Monaten soll man dann das Metaverse mit den alten Texten aus Spiegel Online und Ähnliches füllen dürfen. Der Haken mit dem Widerrufsrecht ist auch 31a Absatz 2. Wenn Sie sich einigen auf eine Vergütung, dann ist die Sache auch erledigt. Sobald Sie also gesagt haben, wie viel Geld dafür gezahlt wird, ist das Ganze erledigt. Und diese Vergütungsregel kann sozusagen nicht nur individuell vereinbart werden, sondern auch durch Verweis auf eine allgemeine Regel, die eben mit den entsprechenden Interessenverbänden vereinbart wurde. Vor allen Dingen aber, das Widerrufsrecht besteht nur in der Person des Urhebers selbst. Wenn das Urheberrecht auf die Erben übergeht, geht dieses Recht, die neuen Nutzungsformen zu untersagen, nicht mit über, sondern das kann nur der Urheber persönlich, geltend machen.
31a wird ergänzt durch 32c, der sagt, die Vergütung muss neu festgesetzt werden. Es gibt also eine gesonderte Vergütung, die getrennt ist von dem, was bisher gezahlt ist. Sie müssen also nicht schon von vornherein eine Flatrate zahlen für alles, was da kommen könnte, sondern erst dann, wenn eine neue Nutzungsform auftaucht, müssen Sie für diese neue Nutzungsform eine Zusatzvergütung zahlen. Da wir eben gesprochen haben über Miturheber und verbundene Werke, für diese gibt es in 31a Absatz 3 auch eine Sonderregel, die sagt nämlich, wenn mehrere Werke zu einer Gesamtheit zusammengefasst sind, die sich in der neuen Nutzungsort nur insgesamt verwerten lassen, so kann ein Urheber das Widerrufsrecht nicht entgegen Treu und Glauben ausüben. Das heißt, er ist dazu gezwungen, soweit es dem Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden entspricht, dass man das Gesamtwerk in dieser Form dort abrufen kann. Das zu den unbekannten Nutzungsarten. Jetzt gibt es noch bestimmte Grenzen, die eine Lizenz generell hat. Man könnte sagen, Lizenzverbote oder Lizenzauslegungsregeln. Paragraph 37 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz ist eine Regel, die sagt, grundsätzlich ist allein durch die Einräumung eines Nutzungsrechts nicht die Möglichkeit zur Bearbeitung mitverschafft. Wenn Sie also jemandem sagen, du darfst ein Buch veröffentlichen, dann darf er nicht zwangsläufig auch die Übersetzungen dieses Buchs vertreiben oder die illustrierten Ausgaben des Buchs oder ähnliches. Außerdem darf der Verlag dann auch nicht irgendeinem erlauben, seine Übersetzung zu veröffentlichen, sondern das ist allein die Entscheidung des Urhebers selbst. Das heißt, die Einräumung der Verlagsrechte umfasst im Zweifel ausschließlich die Fassung, die Sie abgegeben haben und keine veränderten Fassungen. Wenn das steht im Zweifel, dann bedeutet das, man kann auch von diesem Zweifel abweichen, indem man ausdrücklich sagt, der Verlag hat auch das Recht, Übersetzungen herstellen zu lassen und zu veröffentlichen. Dann hat der Urheber dieses Recht ebenfalls mit übertragen. 37 Absatz 2 sagt, grundsätzlich, wenn Sie einem das Recht übertragen haben, ein Werk zu vervielfältigen, dann dürfen Sie immer noch Ihr Werk abfotografieren, beziehungsweise, wenn es ein Musikstück ist, aufzeichnen. Das heißt, das Recht zur Aufzeichnung oder zum Abfotografieren bleibt im Zweifel erhalten. Auch da ist eine andere Regelung möglich. 37.3 ist dann schließlich der Fall, dass jemand sagt, du darfst mein Werk, keine Ahnung, vortragen, vorspielen, im Internet zum Download bereitstellen. Dann ist die Aussage, in diesen Fällen dürfen Sie das nur dort, wo es Ihnen erlaubt ist. Sie können dann nicht über mehrere Plätze hinweg das machen. Wenn Sie also sagen, ihr dürft im Stadttheater Passau, keine Ahnung, mein tolles Theaterstück Jura im März aufführen, dann heißt das, dass das Stadttheater Passau das in seinen Räumen machen darf, aber eben nicht mit Beamer auf den Dom projizieren oder im Fernseher oder im Internet live streamen. Das heißt, die öffentliche Wiedergabe ist im Zweifel an eine so enge Öffentlichkeit zu richten, wie irgendwie möglich. Das sind alles Schranken, die im Zweifel vorgesehen sind. Das heißt, welche Rechte der Urheber im Zweifel zurückhält oder nicht geben will. Diese Zweifelsregelungen sind aber, wie gesagt, widerlegbar. Das heißt, man kann da auch einfach das Gegenteil erreichen, wenn man das explizit reinschreibt.
An etwas verborgener Stelle finden sich dann noch Regelungen zu Filmen. Der Grund dafür ist eben, dass bei Filmen so viel Geld dahinter steht und man daher besondere vertragsrechtliche Regeln haben wollte. 88 Absatz 1 sagt, wenn ich jemandem das Recht zur Verfilmung einräume, dann darf dieser im Zweifel das Werk nicht nur unverändert, sondern auch unter Bearbeitung oder Umgestaltung zur Herstellung des Filmwerks nutzen und dieses Filmwerk sowie alle Übersetzungen und alle anderen Bearbeitungen des Films auf alle denkbaren Nutzungsformen zu verwenden. Gleichzeitig heißt das Verfilmungsrecht auch, dass es grundsätzlich ausschließlich ist. Das heißt, dass es keinen anderen Film zum gleichen Buch oder gleichen Schriftwerk geben darf. Sie können also nicht 5 Leuten den gleichen Film andrehen. Wenn Sie weitergucken, werden da auch noch die Rechte für neue Nutzungsformen ausgeschlossen. Also eine sehr harte Regelung. Paragraph 89 regelt dann die Rechte an dem fertigen Film ein. Und das ist ganz interessant, weil beim fertigen Film wirken ja, wie wir gesehen haben, sehr viele Leute mit. Vom Cutter über den Regisseur, über den Kameramann, über denjenigen, der die Szenen arrangiert. Und da sagt 89 Absatz 1, all diese Personen räumen allein durch ihre Mitwirkung für den Fall, dass ein Urheberrecht entsteht, dem Filmhersteller das ausschließliche Recht ein, den Film, alle Übersetzungen, alle filmischen Nachbearbeitungen, das heißt den Director's Cut Extended Special Edition und alle Umgestaltungen des Films auf alle denkbaren Nutzungsarten zu nutzen. Das heißt, man gibt alle seine Rechte ab, dann diesem Film, und der Film, die Filmrechte werden beim Filmhersteller kanalisiert. Das heißt, das ist derjenige, der die Rechte geltend machen kann. Das ist eine gegenteilige Regelung zu § 31 Absatz 6. Und ja, das hat man dann eben hier im Urheberrecht geregelt. Gut, nach diesem eher abstrakten Überblick über die gesetzlichen Regeln zum Urhebervertragsrecht. Ein ganz kurzer Blick auf eine Sache, die mich persönlich beschäftigt, nämlich was ist an der Uni? Und da gilt der Paragraph 43, den wir eben schon gesehen haben. Grundsätzlich müsste man Lizenzverträge abschließen, wenn nicht der Arbeitsvertrag was anderes hergibt. Dabei greift der Grundsatz der Wissenschaftsfreiheit, Artikel 5.3, alles, was man an der Uni macht, ist im Zweifel Wissenschaft, außer es geht um wirklich Verwaltungstrivialitäten. Damit stehen die Urheberrechte demjenigen zu, der Wissenschaft betreibt. Das gilt sowohl für Sachen für die Lehre als auch für echte Forschung. Wenn Sie also neue Laborergebnisse entwickeln, ist das genauso, als wenn Sie neue Vorlesungsmaterialien machen. Das ist aber nicht zwingend. Zunehmend gibt es Drittmittelforschung an Universitäten, wo Unternehmen der Uni Geld geben, um bestimmte Fragen zu klären. Wenn also Unternehmen wie BioNTech oder CureVac der Uni Geld dafür geben, dass sie die Folgen ihrer Impfstoffe erforschen oder dass sie bestimmte Proteine durchtesten, dann ist das Forschen in Auftragsarbeit und die Urheberrechte stehen dann nach den jeweiligen Verträgen meistens nicht zur Disposition der Uni, sondern alle Nutzungsrechte werden dann auf den Drittmittelgeber übertragen. Dasselbe gilt auch, wenn Sie eine unselbstständige Auftragsarbeit haben, wenn also jemand Sie beauftragt und sagt, hier, mach mal das und das und Ihnen eine ganz konkrete Anweisung gibt, wo Sie keine kreative Leistung mehr haben. Und schließlich, bei Prüfungsarbeiten ist es so, dass Sie keine Rechte an Ihren eigenen Arbeiten haben sollen, damit eben der Prüfungszweck nicht verfehlt wird und dieselbe Aufgabe nochmal verwendet werden kann. Deshalb sollen Sie Ihre Klausuren oder Hausarbeiten nicht als Muster für jedermann zur Verfügung stellen.
Insoweit wird da auch gesagt, haben Sie Rechte abgegeben, nämlich Ihr Recht, dieses Werk zu veröffentlichen. Allerdings nicht, dass die Uni es ihrerseits veröffentlichen darf, sondern es ist einfach ein Verzicht auf das jeweilige Recht. Ganz besonders knebelnd ist es, wenn man Verlagsverträge sich anguckt. Da wird nämlich gesagt, Sie müssen alle Rechte für alle Druckausgaben und alle elektronischen Ausgaben einräumen und sich verpflichten, alle Veröffentlichungen Ihrer eigenen Sachen zu unterlassen. Wenn Sie also jemals promovieren, sobald Sie die Arbeit im Verlag eingereicht haben, haben Sie alle Rechte verloren. Die Arbeit liegt dann allein in der Hand des Verlages. Das sind aber gar nicht die bösen Verlage. Das steht sogar so im Gesetz, nämlich in § 2 Verlagsgesetz. Wenn Sie einen Verlagsvertrag haben, haben Sie es während der Dauer des Vertragsverhältnisses unterlassen, das Werk irgendwie zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Außerdem nach § 9 räumen Sie dem Verlag das ausschließliche Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht ein, praktischerweise legal definiert als das Verlagsrecht. Gut, damit sehen Sie also, selbst Sie als Studenten erwerben Urheberrechte. Was Sie damit noch alles machen können, erleben Sie dann nächste Woche. Die Rückgabe der Seminararbeit läuft gar nicht ab. Sie können Ihre Seminararbeiten, sobald sie korrigiert sind, im Portal ansehen und abrufen. Das heißt, wenn die nicht im Portal ist, ist sie noch nicht korrigiert. Und das ist alles, was man dazu sagen kann. Da läuft nichts ab, sondern das sehen Sie, wenn sie da ist. Gut, dann vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich wieder gesund.